und zu bleiben. Herr Benko, hier ein Appell aus Hamburg. Wenn Sie sich in Hamburg ein Denkmal setzen wollen, bauen Sie den Elbtower 50 Meter kürzer. Stecken Sie das Geld in die Filialen, um unsere Arbeitsplätze zu sichern und damit auch wir in Bergedorf und Hamburg eine Zukunft haben. Ey, ich finde euch toll. Danke. Also ich muss erstmal ein riesen Dankeschön sagen. Ein Dankeschön an die Mönckebergstraße. Ein Dankeschön an die kleine Mönckebergstraße am Hauptbahnhof. Ein Dankeschön an Wandsbek. Ein Dankeschön ans als AEZ. Ein Dankeschön an Harburg. Ein Dankeschön an Eimsbüttel. Und ein riesen Dankeschön an Verdi. Toll, dass ihr da seid. Denn wir sind gekommen, Kolleginnen und Kollegen, aufgeben ist keine Option für uns. Seit nunmehr 16 Jahren verzichtet ihr auf Bestandteile eures Gehaltes und leistet damit euren Beitrag zur Sanierung dieses Unternehmens. Ihr habt immer alles gegeben, damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Und dann kam am 19.06. der Hammer. Und jetzt eine Botschaft an die Unternehmensleitung. Nehmen Sie die beabsichtigten Schließungen zurück. Was wir brauchen, sind marktübliche Mieten, tragfähige Zukunftskonzepte, um die Standorte wirtschaftlich so weiterzuentwickeln, dass auch wir in Bergedorf als Nahversorger für 130.000 Bergedorfer und 300.000 Menschen aus dem Umland Bestand haben.